Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervoll geilen Tag. Heute bei mir super romantisch plus. Wir haben nämlich schon Samstag richtig spät abends. Bei euch wird es wahrscheinlich nicht ganz so spät sein. Und wir testen den neuen Rise. Ja, ich habe ja schon ein Video zu ihm gemacht. Da ist die ganze Theorie, was geändert wird, drin. Das heißt, für alle Leute, die sich wirklich dafür interessieren, was jetzt mit Rise tatsächlich passiert, den würde ich empfehlen, kurz das Video anzuschauen. Das ist nämlich ja im Vergleich zu diesem hier deutlich kürzer wahrscheinlich, also es ist halt ein Gameplay. Und ich möchte nämlich mich in diesem Game auf Rise fokussieren und nicht darauf, die ganze Zeit alles Mögliche zu erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, habe ich ein extra Video gemacht. Ne, außerdem, Bonus-Content ist ja Bonus-Content, ne? Ist ja auch cool, kann man ja nicht verneinen. Ich spiele hier auf dem PBE mit dem guten Leon, Mr. Salzig und den Snyder, der Tristana-Spieler ist random. Grundsätzlich spielen wir... Okay, wir spielen tatsächlich gegen Mordekaiser. Also ich war mir sehr unsicher, gegen was wir spielen, aber eigentlich war ich mir doch irgendwie sicher. Ich habe jetzt nämlich hier keine Magieresistenz leider mit. Ich habe HP mitgenommen, das ist jetzt nicht ganz so klug. Wir haben außerdem Hecarim im Jungle, Urgot oben. Das sind sehr, sehr eklige Gegner. Noch so ein Pike, der ist Challenger, oder was ist das? Ja, GG. Und ich habe mich entschieden für Face Rush, also im Prinzip runtechnisch relativ gleich mit Ravenous Hunter, also Heilung. Und ja, ich würde sagen, wir testen einfach mal, wie Rise so funktioniert. Was müssen wir berücksichtigen? Was müssen wir maxen? Boah, gerade keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der E an. Na, wir hauen die E rein, zack. Na, das ist die E. Ist quasi als Wave-Clear-Tool nicht mehr ganz so nützlich. Ich muss sagen, der Mordekaiser-Skin sieht schon krass aus. Ne? Morde ist schon echt heftiger Spell, Champion. Das heißt, wir können nach wie vor den Overload drauf machen. Ne? Wenn wir E und dann Q machen, das klappt nach wie vor. Das ist cool. Hier können wir immer noch so ein paar E's machen. Man sieht, es springt nicht komplett auf alle über. Ist also ein bisschen nervig. Kostet auch super viel. 80 Mana, Leute. Fucking. Achso, wir haben jetzt unsere W. Die gibt uns Mana wieder. Das heißt, wir machen die W jetzt hier drauf. Zack. Haben wir Mana wieder bekommen. Das ist natürlich cool. Können auch einfach mal wieder hier die E machen. Ich sollte sie auf ihn machen. Damit ich wenigstens Damage mache. Das macht ja keinen Damage mehr. Das heißt, wenn ich hier so eine E mache. Oh, shit. Na, dann. Okay, wir haben wieder eine W. Machen wir wieder drauf. Zack, kriegen Mana. Wir könnten auch W auf ihn machen. Into E into Q. Das wäre so eine Combo, die hat damals immer schon funktioniert. Die geht nach wie vor wahrscheinlich immer noch. First Blood für Wukong. Sehr gut. Ich würde sagen, wir warten bis Level 3. Das ist ein guter Deal, oder? Wir können ja schon mal. Pass auf, wir machen jetzt so. Wir machen W. Ist ja nur ein Slow. W, E, Q. Zack. Jetzt haben wir ein Schild. Haben Face Rush. Können ein bisschen laufen. Werden gedingst. Er hat seine Passive. Da laufen wir mal weg. Hier ist eine E. Und wir sind ne? Also wir sind einfach sofort muss man sagen. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Deswegen wieder die W. Gerade im Early Game, glaube ich, sollte man nicht zu viel traden. Und vor allem die W auf Cooldown auf die Monster machen. Ne? Hier mal eine Q. Zack. Batz. Jetzt nicht das Allergeilste, da wird um Help gepinkt, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich Help. Oh, jetzt habe ich das hier drauf gemacht. Na, können wir mal Q machen, zack. Also, ja, Hagarim, der stimmt sogar sehr gut. Mr. Salzig, sehr, sehr gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, was maxen wir? Die E, da wird einfach nur der Damage um 20 höher. Das heißt, die E ist komplett raus, was das Maxing angeht. Completely raus. Das heißt, wir haben die W oder die Q, also ganz klar die Q. Ja, da wird auch der Overload-Damage stärker. Wir könnten auch die Combo Q into E into Q machen. Die Möglichkeit gibt es, denke ich mal, auch. Aber ich habe überhaupt einfach keinen Mana, ne? Also, ich muss ja die ganze Zeit hier meine W benutzen, um irgendwie ein bisschen Mana wiederzubekommen. Das ist ja ein großer Kritikpunkt, den ich auch gesagt habe. Was heißt Kritikpunkt? Das ist halt so, Rise ist ein scalender Champion. Das ist jetzt nicht schlimm. Wir können ja mal seinen Wave-Clear gleich testen mit Level 5, Leute. Ne? Bisher farmen wir... Wir farmen einfach. Mehr geht nicht, Leute. Einfach farmen, hätte ich gesagt. Na, hier nochmal kurz, aber Wave Clear, wenn ich jetzt die E hier drauf mache. Na, ihr seht, ja, hier ist ein bisschen, da ist ein bisschen, aber, ne? Es ist nicht very geil. Sind wir ehrlich? Es ist nicht very geil. So, da kommt eine W, ein Auto-Attack W, zack. Hier ist eine W. Ist nicht so worth, weil das kein Mana gibt. Habe ich vergessen. RIP. Da kommt ein Chaco-Gank. Ja, okay. Sehr gefährlich, weil Mordekaiser ist Mordekaiser. Und ich habe auch nichts, aber wir könnten jetzt. E drauf machen, into gar nichts. Wir könnten ihn aber rooten, Leute. Wenn er in den Tower geht, rooten wir den. Und jetzt, ja, okay. Na gut, rooten können wir nach wie vor. Jetzt haben wir halt keinen Mana mehr. Ne? Also, du machst halt zwei, drei Spells, dann bist du oben. Da muss man halt wirklich sagen, es wie gesagt, es sollen nochmal Änderungen kommen zum Rise. Aber diese Änderungen hier tun halt wirklich weh. Er nimmt das, was er da macht, tut auch wirklich weh. Ich habe leider kein Mana. Das Problem ist, ich kann ja nicht mal Mana regenerieren gerade. Weil ich zum Mana regenerieren Mana brauche. Wieso die Blue Card von Twisted Fate?
Er hat halt einen Blue Buff, ist auch nicht ganz so geil, aber der Shaco wollte mir helfen. Das appreciate ich natürlich. Okay, da hätte ich flashen sollen, sind wir ehrlich. Er ist jetzt auf Level 6 geworden, er hätte mich wahrscheinlich direkt danach. Wobei, naja. Akzeptiere ich, ist okay. Also, das ist auf jeden Fall mana-technisch ist das eine Katastrophe. Man darf wirklich überhaupt nicht traden. Wir haben jetzt die Träne, wir kaufen uns mal Schuhe, damit wir ein bisschen mobiler sind. Testen das Ganze mal aus. Man muss ja auch wirklich berücksichtigen, Ryze ist ja scalender Champion. Ne, das heißt, wir sehen jetzt hier, achso, da sind jetzt die Zahlen, die wurden ja eigentlich entfernt, aber wir sehen jetzt, hier steht überall plus 9, das sind die 1%, ja. Hier die plus 9, wir haben jetzt 1% von unserem ganzen Mana, das sind 9 insgesamt, werden auf all unseren Spells draufgepackt. Na, ich meine, zack, hier machen wir das so. Ne, ihr seht auch hier wieder, na, machen wir nochmal eine E. Hier eine E und eine Q, zack. Bababab. Ne, ich meine, noch kann man sich ja nicht zu hart beschweren. Weil die alte Wave-Kill-Combat hat ja jetzt auch noch nicht alles weggesammelt oder so, ne? Da wollen wir uns schon ein bisschen Money drin haben, bisschen dies, bisschen das. So, wir können jetzt gucken. Wir haben jetzt auch schon Punkte in die Ultimate. Ihr seht auch hier, ne? Das ist halt absolute Minimum-Range. Ich würde sagen, ja, Wave-Kill erstmal hier durch. Bup, bup. Und nochmal. Oh, shit, stimmt. Ne? Das muss man sagen, auch wieder, ne? Man kann nicht direkt Q machen. Das dauert richtig lange. Du musst wirklich auf deinen Spell warten. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt W, E, Q. Warten. Q werden jetzt da unten runterholten. Das sieht er gar nicht. Aber das machen wir. Sind jetzt hier. Und hauen jetzt ab. Das ist okay. Seine Ult ist weg. Wir sind oben. Wir sind einfach oben. Out of Mana. Also. Wie viel Mana brauche ich denn, damit ich hier mal zaubern kann? Ich spiele natürlich auch gegen Morde. Der ist ein Panzer gleichzeitig. Heilt sich die ganze Zeit. Shieldet sich. Und ich bin einfach der leerste Mensch, den es gibt. Mana leer. Gameplay. Full Mana leer Gameplay. No, bitte no. Ich hab einfach nichts machen. Ich kann nichts machen. Einfach nichts. Ich will einfach gerade nur kurz nichts machen. Das ist alles, was ich möchte. Wir können ihn eh nicht töten. Der hat auch kein Mana. Ich will einfach nur farmen. Ich appreciate die Hilfe, aber hier eine E into Q. Bam. Also, ja, bam. Na, zack, machen wir hier noch ein bisschen. Didele, didele, didele. Hier wieder ein bisschen Wave Clear. Also, muss sagen, wenn das so bleibt, dann GG. Aber vielleicht wird es ja noch geil. Na, wir sind ein scalender Champion. Vielleicht wird er jetzt richtig geil auf Late Game getrippt. Das kann ja sein. Möchte ich nicht bestreiten. Vielleicht ist das ja genau so. Wenn es genau so ist, ja, GG. Das muss ja klare Schwächen und Stärken haben, ein Champion. Er muss im Early Game scalen, im Late Game scalen. Wenn Asien im Early Game und im Late Game GG wäre, wäre es halt GG. Und das war ja eine Zeit lang. Deswegen war er auch GG. Deswegen muss man es auch nerven. So, jetzt. E into Q. Bababababab. Das war schön. Möchten wir mal bitte positive Dinge hervorheben? Das war schön. Das war nicht verkehrt, das war schön. Eigentlich, wenn nämlich das nächste Mal ultet, werde ich sterben. Das kann man definitiv sagen. Wir müssen auf jeden Fall W wirklich auf Cooldown benutzen zum Mana-Regain, sonst geht hier gar nichts. Und können auch so generell fast nichts machen. Auch hier wieder Übersprung war nicht very geil. Hier noch ein bisschen Ding, Mana drauf. Er will mich natürlich looten. Ich glaube, unterm Tau ist nicht ganz so wild. Aber wollen will er es natürlich trotzdem. Hier nochmal eine W. Ich glaube, wir gehen mal im Shoppen. Wobei, wir können ja mal versuchen, die Wave durchzupushen. Ne? Ich denke, die W. Da kriegen wir nämlich noch Schild. Dann hauen wir mal hier eben kurz durch, so gut es geht. Wir gehen mal auf Wave Clear, Leute, jetzt hier, ne? Hier noch eine W drauf, zack. Da eine E, hier eine Q. Bababam, Auto-Attack. Und jetzt gehen wir shoppen. Was kaufen wir? Was ist wichtig? Ich denke, nach wie vor derselbe Item-Bild ungefähr. Das heißt, wir könnten natürlich... wirklich jetzt? Aber der intet doch gerade, oder? Aber der hat noch sein Shield. Ich habe nur Auto-Attacks. Ich habe nur Auto-Attacks. Ich bin einfach der leerste Mensch, den es gibt. Ich meine, das war die beste Chance, die ich wahrscheinlich kriegen werde, die nächsten 20 Minuten. Deswegen musste ich sie irgendwie versuchen zu nutzen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir den Codex, das Ludens-Codex-Ding-Buch kaufe oder ob ich Rodney gehe. Ich glaube, wir gehen Rodney, oder? Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr, Leute, von heute? Rodney ist natürlich cool. Ich meine, aber, So, E into Q. Bop, bop, bop. Und wir sind wieder leer. Wir sind wieder leer. Mit ganz großen Schritten.
Ja, jetzt wird wieder in das Mana gespuckt. Zack. Na, Wave Clear ist auch unbeschreiblich gerade, richtig fast. So, ab in die Base. Was kaufen wir? Wir könnten, ach stimmt, mir fällt gerade ein, das hier baut sich ja daraus. Ich dachte so, ja, wir bauen Träne und noch Ludens, aber das ist ja ein Item. Ne, dann würde ich sagen, guck mal, wir haben hier das Mana Scaling. Wir gehen jetzt hier auf Rodney und können sogar gleichzeitig gucken, wir kaufen nochmal ein Mana-Kristall, daraus können wir, und ein Buch. Das ist doch der beste Bag, den es gibt. Also wenn wir mit diesem Bag nicht zerstören, dann weiß ich es auch nicht. Dann wird der neue Mordekaiser wohl broken sein. So, was haben wir jetzt? Wir haben 2,5% Mana-Maximum jetzt. Das sind 48 Damage, Leute. 48, das ist viel. Sind wir ehrlich? Das ist viel. Das ist viel. 2,5% jetzt schon. Das heißt, wir machen mit jedem Spell plus 48 Damage. Das böllert. Das böllert, hätte ich hier gesagt. Ne? Das heißt, hier nochmal eine W. So, dann gucken wir mal hier. Böllerbus, E und zack. Ah, der Minion hat sich davor geworfen. Jetzt können wir leider nichts mehr machen. RIP. Das war's. So, wir könnten natürlich jetzt mal gucken, ob wir roamen. Mordekaiser Spotlight. Komm, wir gehen mal eine Platte. Ne? Wir müssen ja auch. Wir sind ein Scalener Champ. Jetzt Wave Clear. Ja. Jetzt. Ja. Geiler Wave Clear. Heftig. Jetzt Wave Clear. Also. Also die E. Das müssen die definitiv ändern. Also, das ist ja eine Katastrophe, der Wave Clear. Also, absolute. Mordekaiser ist 3-0. Also, der E-Wave Clear ist eine komplette Katastrophe. Gehen wir noch eine Platte? Nee, noch eine gehen wir nicht. Wir versuchen, die Wave schnell durchzupushen. Kappa. Also, nee, Leute, die E, die ist ja wohl kompletter Quatsch. Ne, ja, das ist Quatsch. Okay, komm her. Okay, nee, zwei sind scheiße. Zwei sind scheiße. Drei sind. Leute, kurz. Ganz kurze Frage. Könnt ihr aufhören damit? Hier für dich. Gehen Sie bitte fort. Dankeschön. Merci beaucoup. Ja, das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass A, alle hier sind. Und B, wir low sind. Und Morde wieder da ist. Eigentlich wollte ich roam und ich wollte mal woanders was machen. Weil Morde, sind wir ehrlich, gegen Morde hast du immer Probleme. Egal, was du spielst. Morde ist schon ekelhaft. Ich könnte einen Cage machen. E, W, Q. Bumm. Und noch eine E. Hier noch eine E. Ignite drauf. Nichts machen, nichts machen. E, Q, nichts machen. Oh, Kate gekillt. Schön. Wo ist Morde? Ach, der hat die mitgenommen. E, Root, 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 Root. Ja, wer ist das? Der da? Ihr seht halt, wir machen sehr lange nichts. Q, nicht. Na! Oh, 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 es geht weiter. Schild, Schild, Schild. Ja, ja, E, Q. Ja, ja, genau das. Genau das. Ich habe zwar legit das Ganze, den ganzen Fight nichts gemacht. Nichts. Also schon. Also, Fazit, es fühlt sich nicht very an. Es ist unvery, kann man sagen. Ja, so. Ja, okay, ich bin raus. Ich bin raus. Vielleicht ändert sich das noch, aber es fühlt sich gameplay-technisch deutlich kackiger an als zum alten Rise. Deutlich kackiger. Beim alten hast du wenigstens, ne? Babbedebam, 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 babbedebam gemacht. Das ist übrigens Demon Tristana. Beim jetzigen machst du halt. Das ist alles, was ich gemacht habe. Aber ist okay, so ist das Leben manchmal. So, wir können nach wie vor überhaupt nichts bauen. Wir verkaufen das und haben Rodney, meine Freunde. Können wir kurz mal appreciieren, dass wir Rodney haben? Geil! Das ist der Anfang. Der Anfang von etwas Großem. Also die E 20 Damage. Das ist echt alles. W 5 Damage! 5, aber halt 20 Shield. Also 20 Damage oder 5? 5! Deswegen bleiben wir natürlich deutlich öfter ready, aber Damage, dann müssen wir doch die E skillen. Ja, RIP. Ich meine, der hier hat halt 4 Sekunden und 3. Der hier hat halt 4,10. Gut, was machen wir jetzt? Erstmal gehen wir für den Wave Clear. Habt ihr gecheckt, Wave Clear und so? Na gut, wir gehen für den Wave Clear. Wir gehen für den Wave Clear. Oh, das war schön, das war schön. So, und jetzt gehen wir. Cage. Ach, ich hab. Hier. So, so. Ah, ja, das hat geböllert. Ich meine, okay, er ist vollkommen aus Papier. Aber das hat Schaden gemacht, Leute. Sind wir ehrlich? Wir haben mittlerweile 54. Hatten wir nicht gerade auf 54? Kann sein. Die haben ja auch nichts großartig. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich würde auch hier. So, so. Brä. Man hat natürlich keinen Vergleich. Wie viel hat die alte Rise Q so an Damage gemacht? Das weiß man. Ich bin unterwegs. Aber ich glaube, das schafft ihr auch ohne mich. Okay, das wusste ich gar nicht, dass man. Kann ich den Damage machen? Nee, ne? Ja, ich bin hier unten. Sehr gut.
Jetzt machen wir wieder einen Punkt in die Ultimate. Ich, oder so. Ja, komm, wir machen eben den hier mit der Full Damage Fast Combo. Jetzt geht's los. Full Damage Fast. E. W. E. Q. E. E. Q. Okay. So, wir haben jetzt die Ultimate. Das heißt, unser Scaling wurde jetzt auf 3% erhöht. 68 Damage, Bonus Damage. Also ich könnte mir vorstellen, dass sobald wir 3 Punkte in diesem Spell haben, dass das ziemlich ausrasten könnte. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich möchte etwas Euphorie spreaden, Leute. Bisschen Euphorie spreaden, bitte. Und weh. Und weh. So, hier gehen wir jetzt für das Q into Flash. Da weiß offensichtlich jemand nicht, was Ryze kann, beziehungsweise was er nicht kann. Er kann eher Sachen nicht, als das, was ich kann. Aber ist okay. Ich würde gerne nochmal das Papierpferd töten. Weil an dem mache ich wenigstens Schaden. Und auch wenn er 0,20 ist, sieht wenigstens cool aus. Sind wir ehrlich? Es sieht wenigstens cool aus. Wo ist denn das Papierpferd? Hier. Guten Tag. Einmal bitte. Fre. Okay, ich habe. Fre. 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 Ja, also es dauert ein bisschen. Aber wahrscheinlich ist es ja auch gewollt. Okay, jetzt hier. Jetzt geht's los, Leute. E into. Into Root. Into E. Into überhaupt, ist einfach gar nichts passiert. Aber ist okay, wir laufen. Wir können auch ulten. Wir machen mal die Ult. Bitte macht nichts mit mir. Tschüss. So. Sehr gut. Das ging sehr weit. Das ging sehr weit, Leute. Das ging sehr weit. So, was können wir machen? Wie viel kostet Tränenstab? Tränenstab kostet 1500. Wieso ich? Kurze Frage. Ich hätte schon Lust. Ich weiß auch noch nicht, was die Kombo ist. W into Q into E into Q wäre, glaube ich, eine gute Kombo. Wobei das ja gar nicht weggeht. Ich denke immer, das resettet. Das resettet ja gar nicht. Also, wie ist die Kombo? W, E, Q ist, glaube ich, die beste Kombo. Man shieldet sich. Man macht Overload auf den Gegner. Und dann bam. Das ist die beste Kombo. Ist es so richtig? Na, Wave Kill ist mittlerweile auch ganz nett. Wir warten noch den Tränenstab. Dann gehen wir shoppen, hätte ich gesagt. Bap, bap. Nichts. Okay. Na, Root, natürlich. Ja. Auto-Take. EQ. Jetzt, bumm. 295, ja. Ne, ist okay. Aua. Bitte nicht. Hier, bap. Und raus. Hoffentlich stirbt da irgendwer. Ne, tut's nicht. Wir machen nochmal eine E rein, machen nochmal eine Q rein. Das spreadet da so ein bisschen durch. Die wollen alle mich. Ich habe aber noch eine W. Ich kann mich shielden. Mr. Papierpferd, bleiben Sie hier. Mr. Papierpferd ist tot. Kann ich da hinten so eine E rein spreaden? Aber die wird auch nichts. Hier, wir machen jetzt W, E, Q. Fre. Ja. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe eine Zeit lang sehr viel den alten Ryze gespielt. Also den jetzigen Ryze, den unseren Ryze. Deswegen kann ich es, glaube ich, ganz gut beurteilen. So den Unterschied. Es fühlt sich nicht so cool an. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja? Es kann natürlich sein, dass dieser Ryze bald ausrasten wird. Damage-wise und alles. Ne? Das ist möglich, dass es bald richtig abgeht. So. W, Q, E. Ich vertue mich da immer. Also ich bin zu sehr im alten Ryze. Du denkst, du willst ja das maximal rausholen, aber das ist nicht mehr so. Das, du kannst nicht Q anfangen. Wenn du mit Q anfängst oder so, dann ist es auf Cooldown. Also immer EQ. Außer man will halt cagen. Ne? Aber wenn du Damage machen willst, EQ. W, EQ oder EQW. Aber das macht keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Nee, eigentlich macht das keinen Sinn. Lieber EQ. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. So, wir haben jetzt den Tränenstab. Wir haben jetzt ein Scaling von 78 Damage auf all unseren Spells. Man muss natürlich sagen, hey, na, vorher hätten wir das auch gehabt. 3%, so viel macht die Q, aber nur auf der Q. Wir haben das jetzt ebenfalls auf der E und auf der W. Das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, hier haben wir... Also das mit dem Wave hier ist echt nicht schön, ne? So, wir machen jetzt einen Punkt in die E. Wir haben Ultimate. Ich wäre ready. Weiß aber nicht, ob ich da wirklich hin will. Wir können auch laufen, hätte ich gesagt. Laufen wir einfach. Malphite ist nicht ready, hat keine Ult. Wir machen mal hier einen Ward rein. Ich wäre ready. So, das heißt, wir machen E, W und Q. Fre. Das war das erste. Jetzt machen wir E. Laufen. Schmaufen. Lass uns grabben. Laufen. Schmaufen. Schild E, Q. Brumm. E. Schnee. E. Ja, very thanks. Ich habe leider verteilt Damage. Ultimate nach da oben. Bisschen fernab von Ost, aber ich denke, das Ziel, ihn zu kriegen, wird trotzdem achieved werden. So, was machen wir? E, W, Q. Bumm. Naja, das klappt nach wie vor. Fühlt sich irgendwie nicht ganz so geil an, aber es funktioniert. So, ich bin da. Auch hier wieder. W. Auch, dass man einfach jetzt nur nicht so viele Kombos hat. Vorher hattest du ein bisschen Variation, hätte ich gesagt. Ich möchte mit ihm battlen, Combo. Bro, battle mich. Bro,
battle mich, Bro. Oh, mein Chat ist weg. Bro! Bro! Okay, wir müssen interventieren. Na gut. Das nennt man die Reise nach Jerusalem. Nach Jemen. Ich will aber nicht in den Jemen. Leute, können wir Drake machen oder machen wir Baron? Also, Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, spielspaßtechnisch. Vielleicht habe ich zu viel den alten Rise gespielt, vielleicht bin ich zu voreingenommen, das möchte ich vorsichtigerweise sagen, aber es fühlt sich ein bisschen. Ich meine, guckt euch diesen Wave Clear an. E auf ein Minion, auf zwei. Also spielspaßtechnisch auch so von den Kombos. Ich bin zu alt, lange den alten Rise gewöhnt vielleicht. Das mag. Welcome, Mr. Pferd. Ja, dann nehme ich den Tony. Vielleicht kommt der Mr. Pferd nochmal zurück. Mr. Horse. Let's trade. Ich meine, warum sollte er nicht? Er ist drei Level unter mir. Und 1-7. Der geht sogar drauf ein. EWQ. Schön. Also, wenn Rice nicht broken ist, Leute. Hier haben wir es wirklich gesehen. Ja, ab mit diesem Moment kann ich sagen: One-Shots Horses. Kann ich in den Titel schreiben: Rice One-Shot Champions. Ohne dass es Clickbait ist. Ja, also, er hatte nicht Full Life, aber er wurde gewone-shottet. Von Half-Life auf Tod. Ist ja ein One-Shot. Ich habe ja nicht gesagt, dass er von Full Life gewone-shottet wurde. So, schön. Also, ja, okay. Wir haben jetzt. Können wir noch mehr Mana kaufen oder gehen wir. Eigentlich müssen wir doch jetzt volle Möhre Mana gehen, wie immer, oder nicht? Oder ist der Plan anders? Ich denke mal, wir getten noch ein bisschen. Oder sollen wir Rabadons gehen? CDR. Wir haben 40% CDR. Also, wer jetzt sagt, ja, Tobi, du hast aber auch nicht so viel CDR. Doch. Doch, habe ich. Ich habe viel CDR. Wir gehen jetzt Magic Pen Schuhe. Lohnt sich. Na, an den neuen Trainer kann man gar nicht mehr kaufen. Gibt es. Wir könnten noch Ludens kaufen. Das machen wir sogar. Ludens into Rabadons. Einfach mal vor dem Manas. Wir gehen vor dem Manas. Wir haben jetzt richtig lecker Mana. Wir haben plus 98. Das klingt viel, ist viel und ist nett. Ne, sollten nur wieder, wie gesagt, berücksichtigen. Damals EQ hat genau 3% gehabt. Ne, hier geht noch ein Punkt rein. Mit Level 16 wird's geil, Leute. Aber bis dahin bin ich einfach ein Non-Faktor, hätte ich gesagt. Also, ne, Non nicht. Ich mach schon Schaden, ne? Aber, ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ich bin hier hinten. Guten Tag. E into Q into W into E. Bräh. Okay, wir gehen für Morde. Leute. E. W. Q. W. Irgendwas. W. E. Q. Okay, ja, wir müssen hier ein paar Minions wegmachen. Also aktuell ist noch nicht so viel hier in der Q für dich. Damit ist das Schild weg. Jetzt getten wir ihn. Sehr gut, sehr gut. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Hier eine E. Schild ist an. E. Q. Prä. Schön. Prä. Frä. Into Frä. Ja, das ist auch okay. Wir sind 717, aber normalerweise sollte ein Champion, der 717 ist, der sollte sich heftig anfühlen. Das fühlt es sich nicht gerade. So, den rooten wir. Flash into Root. Wo ist mein Root? Ah, RIP. Also, heftig fühlt es sich gerade nicht an. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Ich glaube, der Damage wird halt anders, aber das Gefühl wird halt dasselbe bleiben. So, da ist noch Mr. Okay, er wurde gedingseldongselt. Guck mal, er hat so ein. Ja, das ist okay. Damage-technisch ist der Wave schon ganz nett, muss man sagen. Das heißt, jetzt hier in diese drei Caster. Machst du eine E rein? Nevermind. Hier eine E, eine Q, bumm. Oh ja. So. Jetzt aber, jetzt geht's los. Brä, brä, brä. Ja, also da, klar ist der Damage heftig, aber es ist halt. Der ist aufs Papier, Leute. Da muss man sagen, der ist legit. Ne, da würde sogar eine Soraka würde ihn sogar one-shotten. Und dann würden die YouTuber sagen, er ist broken. So, wir gehen jetzt erstmal. Eigentlich kann ich nichts machen. Lass mal bis 16 warten. Das sind natürlich meine Premates. Aktuell ist es noch nicht so, dass man unbedingt den Gegner eine Chance lassen muss, weil es steht 26-15. Die sind jetzt nicht gigabad. Aber ich würde gerne. Bis 16 würde ich auf jeden Fall kommen. Es kann ja sein, dass die Leute. PB wollen ja sehr schnell aufgeben. Und ich würde sehr gerne sehen, wie viel Damage wir haben, wenn wir da noch einen Punkt rein investieren. Das müsste ganz ordentlich abgehen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen Botlane farmen. Ja, Ultimate hat natürlich auch Minimum Range. Ihr seht, na, man kann nicht mehr ganz so krass damit schuken, schießen. Es geht, aber nicht mehr ganz so heftig. 702 eine Q.
Ne, ist nicht verkehrt. Also ohne Flug sind es 470. Also ihr braucht halt, legit, guckt es euch an, Leute. Ich bin relativ big. Sind wir uns einig? Klar, Itembuild-technisch geht da mehr, aber nach wie vor ist der Wraith Queen eine Katastrophe. Du musst mindestens zwei Es machen und deine E reduziert ja nicht das Q. Nicht komplett, nur ein bisschen. Das heißt, naja, hier, unser Wraith Clear. Schauen wir es uns an. E. Ach du Scheiße. E. Klar, man kann zwischendurch nochmal eine W machen, aber. Ganz großes Manko. Manko Schmanko, wie ich immer sage. So. Wir sind about to Level 16, aber erst about. Da fehlt noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir ja so ein Pferd im Jungle. Ich habe auch bald Ludens, Schmudens. Hier könnte eine E ganz cool. Nevermind. Ne, die Kanone hat auch gesagt, nee, Tobi, den Wave Clear gebe ich dir jetzt nicht. Und dann muft sie weg. Rip-Reuden-Kanone. Nur gut. Können wir was battlen? Wo sind die Battle Boys? Ich würde gerne nochmal gegen Morde fighten. Der ist wahrscheinlich der stärkste. Der ist 10-4. Der ist schon sehr strong. Muss man sagen. Der hat schon ordentlich Power, der Boy. Der hat schon ordentlich Power. Na, ich sollte auch ein bisschen die W benutzen beim Wave Clear. Okay, das ist gut. Wobei nicht ganz. Doch jetzt. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, Leute, ist ein bisschen viel, ist ein bisschen viel. Ist ein bisschen viel, ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel vielleicht. So, wir machen Ludenschmunz. Jetzt haben wir ziemlich viel AP schon. 440. Und jetzt gehen wir auf Rabadon. Na, das ist schon sehr krasser Bild. Wir sind 728. Na, wenn wir. Also, ich glaube ja, dass wir Schaden machen. Na, wir machen viel Schaden. Glaube ich schon. Na, das hier macht halt 200 plus 176 und nochmal 111. I'm rich, wird da direkt geschrieben. Ja, Pike hat mich gekillt. 1000 Gold. Ne? Und das Ganze plus 50%, das haut schon rein mit einem relativ wenig Cooldown. Ne? Es hat 6 Sekunden. Wenn wir die anderen Spells benutzen, hat es nur noch 5 bzw. 4 Sekunden. Ne? Pro Spell eine Sekunde. Ist nicht schlecht. Kann man mit leben. So, da kommt das Rabadons hin und dann hier einen Void. Man könnte auch Stundenlast gehen, aber ich glaube nicht, dass ich es brauche in dem Game, hätte ich gesagt. Tipp an euch, Leute: Wenn ihr Hackerim seid und ihr seid 1-10, dann kauft nicht weitere Schwerter, bitte. Geht bitte das Tank-Jungle-Item. Das ist ein Tipp, der ist gut. Morde geht ab, aber auch nur begrenzt. Ich glaube, er wird jetzt leider sterben. Leider, weil ich ihn gerne. Oh, Pike ist aber da. Obwohl. Ja, okay, schade. Schade, schade, schade. So, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen gucken. Wir müssen traden. Wir müssen gucken, was geht. Was der Champ kann. Was der Champ kann. Naja, es ist ja auch PBE und sie haben ja gesagt, sie wollen noch ein bisschen was ändern. Das muss man ja mal berücksichtigen, ne? Aber dann würde ich, glaube ich. Ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn sie Ryze komplett ändern. Komplett weg. Einfach anders. Ist natürlich schade, weil Ryze gibt es seit Anfang an. Hier war ein Pferd, oder nicht? Ah, ne, es war Pike. Ein Fisch. Den gette ich mir. EW. Ah, okay, er ist weggedingst. Aber der Damage dafür, dass es nur ein EW war, war schon nicht schlecht, ne? Wobei ich 5 Level über ihn bin, Leute. 5. 5 Level. Ich will jetzt aber auch nicht wieder alleine in 5 Leute reingehen, deswegen müssen wir ein bisschen sneaken. Hätte aber schon Lust. Da ist doch locker jemand drin. Ich hätte schon Lust, Leute. Oben der Affe wird kaputt gehauen oder haut er kaputt? Ja, ich bin, ja, so, ne, alle nicht. Wir können ja, wir sind Assassin Rice, Leute. Assassinen Rice. Ne, never mind, forget it. Moms, forgetti! Forgetti! Malphite? Muss ich flashen oder irgendwie? Ja, also ich bin erstmal kurz raus. Hier ist eine Q, ich bin tschüss. Hier ist noch eine Q. Ich hätte noch ein Shield. Ich hätte Lust, aber. Ja, komm, wir fighten das, komm. E, W, Q. Frä. Schön. E. Noch eine E und eine Q. Frä. Okay. Ja, also ja. Also, ja. Ne, also ja. Ich würde da reinholen. Ich habe wenig HP. Vielleicht hat er ja Bock, mich zu killen. Komm. Da. Fight mich. Fight mich. Der hat locker Bock. Der hat locker Bock. Jetzt turnt er. Jetzt geht er für den Turn. Turn. Oh, Pike ist auch noch hier irgendwo. Da ist Pike. Sehr gut. EWQ. 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 EWWWWQ. Prä. E. Ja, also ja. Ich meine, dafür, dass ich Gigabig bin, er 4 Level unter mir ist, ist es nicht geil, Leute. Vielleicht bin ich auch einfach pessimistisch, Tobi. Vielleicht bin ich einfach eine neue Form von Tobi. Pessimistisch, Tobi. Ich weiß es nicht, aber. Wir können ja, wir reden jetzt einfach alles gut, Leute.
Alles, was wir reden, ist gut. Wir sind tot. Wir machen 4 Schaden. Schön 4 Schaden. Machen noch eine E. Machen eine Q. Machen eine E. Machen eine W. Machen eine E. Machen eine Q. Machen eine E. Machen eine Nix. Machen E. W. Q. Wir sind tot, aber wir haben 4 Schaden gemacht. Also man muss ja hier das Positive sehen. Malphite get it. Das ist Punkt 1. Und wir haben viel, wir haben das Damage Meter hochgepusht. Und wir können jetzt einkaufen. Wir sind auch bald Level 16. Also das waren gerade so viele positive Dinge, die hier passiert sind. Bald Level 16. 800 Damage, Passive 2 Sekunden. Viele, viele schöne Dinge. Geil. Da kann man einfach mal in den All-Chat schreiben. Geil. Einfach geil. So. Schö. Ready. Schö. So ein langes Game auf dem PB hatte ich schon lange nicht mehr. Ja. Der Affe mit Waffe. Leon. Leon. Oh, der überlebt. Die Frage ist, wie lang? Oh, Smite-Trip. So. Wir müssen schnell Level 16 werden. Das heißt, wir farmen schnell die Botlane, Leute. Ab dann kriegen wir nochmal, ich glaube, 0,5%. Das heißt, es geht auf 3,5% müsste es hochgehen. Oh, und Inferno, den brauchen wir auch. Den brauchen wir. Das wäre der zweite. Ab dann müssten wir wirklich durchballern. Böllern, ballern, böllern. Ballern und... Böllern. Oh. So, und zwar auf 3,5. Das heißt, unser Schaden geht auf 132 pro Spell. Ab diesem Zeitpunkt machen wir super viel Schaden, beziehungsweise Mana-Scalings technisch. Ich glaube, wenn wir alles Damages vergleichen mit dem alten Ryze, machen wir jetzt mehr Schaden als der alte Ryze. Wir müssen natürlich vergessen, oder nicht vergessen, dass wir nicht mehr resetten können und EQ, WQ und so böllern können. Das geht nicht mehr. Aber so von den Zahlen her machen wir mehr Schaden. Fre. Und Fre. 1010. Ne? 600 AP. Bald. Ach, den Infernal, das schafft ihr schon. Ich würde gerne Morde 1-on-1. Morde kam. Sehr gut. E, W, Q. E. Gar nichts. E. Laufen. E, W, Q. Schild. E. Ja, Bruder. Ja, ziemlich. Nee, doch nicht. Ja, doch. Doch, doch, doch. Es war gut. Also, ja. Es ist ungewohnt. Damage ist da. Insgesamt, I say, nah. Naja, haben wir gewonnen? Weiß man nicht. Ich habe auch meine Ult fast gar nicht benutzt. Könnte man natürlich mehr machen. Ich könnte baiten. Die Gegner wollen mich locker haben. Na, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Frä! Ja, also das war okay. Das war aber auch kein Overloaded Q, muss man sagen. Das war einfach nur, das war ein Root, ne? Du musst dich nach wie vor schon entscheiden, willst du mehr Damage haben oder nicht. Aber... Ja, weil das E wird natürlich aufgesogen. Es ist trotzdem irgendwie nicht mehr ganz the same. Na, ist okay. Ihr könnt mir übel gerne eure Meinung zu diesem Champion droppen, zu das Rework. Ich fand's nicht geil, muss ich einfach mal sagen. Nochmal ganz kurz zum Abschluss. Hier haben wir das Damage Meter. Das heißt, man sieht, wir haben schon Schaden gemacht. Sogar ziemlich viel Schaden gemacht. Wir waren auch ziemlich fett, muss man fairerweise sagen. Ja, ne, Mord hat natürlich auch ziemlich reingeböllert. Ein paar von den Gegnern haben geintet, aber ist natürlich auch immer alles schwer zu sagen. Ja, ne, ihr könnt mir ja übel gerne eure Meinung droppen, wie ihr es fandet. Wie gesagt, auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.